Das sind wahrscheinlich die schwarzen Wüsten-Ninjas. Wir haben gehört, okay, dass hier oben eine Stadt ist. Da war die alte Truppe. Deswegen. Aber es müsste doch irgendwo noch eine Stadt in der Nähe sein. Ich glaube, ich gehe mal zur Taverne und kaufe in der Taverne so eine Karte. Dadurch werden ja Städte in der Nähe angezeigt, wenn ich richtig verstanden habe. Und sonst geht sie auf eine längere Tour und erkundet mal ein bisschen. Was ist hier los? Lauf zurück. Oh, hallo Laserstrahl des Todes. Die kommen aber nicht hier in das Gebiet, oder? Die sind nur da drüben, wo die Schnabeltinger sind. Was wäre irgendwie uncool, wenn das Ding hier einmal rübergeht und die ganze Basis ist platt. Aber hättet ihr mich doch bestimmt gewarnt, wenn sowas passieren könnte hier in meinem Gebiet, oder? Du hast nichts? Da ist nur einer wieder aufgestanden. Ach so. Soll er gefälligst leise wegkriechen und nicht hier rumzicken. Da lang. Bip, Forschung ist abgeschlossen. Tech Level 2. So, was macht denn Tech Level 2? Lauter Dinge, die ich nicht lesen kann. Geschützturmtraining. Benötigt Forschungsstation Level 2. Benötigt Forschungsstation Level 2. Ich denke, braucht man eine Forschungsstation Level 2, die auch schon im Chat erwähnt wurde. Da braucht man wohl ein größeres Gebäude für. Hast du ein Ziel? Ja, meinst du jetzt in den. Oh, wir haben schon 3,5 Stunden. Den Rest des Streams ein Ziel oder meinst du jetzt allgemein ein Ziel? Quasi mein Endziel. Endziel ist immer Welteroberung. So, jetzt gerade ist mein Ziel, in die Kneipe hier vorne zu gehen, in der Kneipe eine Karte zu kaufen, die ich da schon mal gesehen habe. Und auf der Karte werden dann hoffentlich ein paar in der Nähe liegende Städte angezeigt, die nicht von irgendwelchen schwarzen Ninjas kontrolliert sind. Und da würde ich ganz gerne was verkaufen. Einfach mal gucken, was es noch so Interessantes zu kaufen gibt. Und vielleicht noch eine Person anheuern. Wobei wir 4000 halt behalten sollten. Mauer ist dicht? Nee, auf keinen Fall ist sie dicht. Aber wir haben bei weitem nicht genug Baumaterial, um die dicht zu machen. Außerdem, selbst wenn wir eine Mauer einmal drumherum haben, dann dauert es halt 10 Sekunden länger, bis die Raider drin sind. Das ist für mich momentan nur optisch. Und dass ich weiß, von welcher Seite die Raider kommen. Aber sonst Schutz ist es nicht wirklich. Das klappt so nicht. Hallo Laikur. Oder BB Laikur. Jo. Erstellen Lauf. Lauf, Lauf, Lauf. Schafft sie nicht, oder? Oh, doch, da oben ist sie schon. Warum bist du so schnell? Lauf, 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 lauf. Weltherrschaft geht oder spawnen Gegner immer wieder neu? Also ich habe das so verstanden, dass es bestimmte Situationen gibt, wo das Weltgeschehen sich verändert. Also wenn man jetzt irgendeinen Anführer umbringt von einer Fraktion, dass sie dann im Bürgerkrieg zerfallen und dann die zwei Fraktionen sich gegenseitig bekämpfen. Bei anderen, wenn man es halt bei diesem Schwarm da irgendwas macht, dann wird der ganze Schwarm aggro und greift dann andere Städte an oder sowas. Also es scheint schon sehr lebendig zu sein. Und es gibt dann auch Mods, die das Ganze weiter erweitern, was das angeht. Lauf bitte da rein. Du kannst du keine Städte erobern, insofern nein. Da gibt es auch einen Mod für. Aber ich denke, diese Banditenlager kann man alle nach und nach ausräumen, zum Beispiel.
Handeln wir. So, weg, 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 weg. Er hat immer noch kein Geld. Ja, wir sollten vielleicht auch echt nicht mehr hierher kommen. Das ist doch alles. Oh, die Karte. Stopp, 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 stopp. Was hat man deine Waren? Da ist die Karte für 400. Und dann kannst du dafür doch die Brustplatte zurückkaufen. Und wir könnten auch noch einen Rucksack nachher wieder einsammeln. Was bist du? Lagerunterschlupf. Diese Zelte können einfach mit verfügbaren Stoffen aufgebaut werden und können dir in einem säureregenden Sturm... Ja, ist klar. Die Warnung hast du gesehen? Was? Nein. Ninja Raid kommt zu dir? Ah. Na gut, jetzt haben wir Wachen, ne? Und die Ninjas... Oh ja, die Ninjas, die überall rumliegen. Die Schwerter sind richtig was wert. Ja, wir sammeln jetzt Ninja-Teile ein, heuern denn nochmal Mercs an für unsere Siedlung. Verprügeln mit den zwei Truppen an Mercs, die Ninjas, looten da die Schwerter und dann klappt das hoffentlich alles. So, weg, weg. Das Ding nicht verkaufen sollten. Mehr Bücher. Wieder raus. Schnell raus, bevor die irgendwie wach werden. Sortieren, sortieren, mitnehmen. Mitnehmen. Brauch unbedingt den Rucksack wieder. Draußen noch wer? Nein, es waren doch eigentlich drei. Da lang. Werden die Raids stärker oder ist das nur von Gebiet zu Gebiet anders? Ich habe keine Ahnung. Das war mein erster Raid. Achso, ich habe jetzt absichtlich keine Mercs angeheuert. Also wirklich absichtlich. Das habe ich nicht vergessen und rede das jetzt gut. Sondern weil der letzte Raid hat ja ein paar Tage gedauert, bis er kam. Deswegen würde ich nicht jetzt schon gerne noch einen zweiten Trupp Mercs anheuern. So. Verarzte dich? Oh ja, stimmt. Itch. So ausbluten beim Weglaufen ist, glaube ich, nicht so gut. Werden stärker, aber noch nicht. Okay, das klingt vage. Also wahrscheinlich erst, wenn man bestimmt einen Schwellwert überschritten hat. Vielleicht was Anzahl an Leuten angeht oder Gebäude oder was auch immer. Aber gut zu wissen, dass es auf jeden Fall eine Challenge bleibt, das Spiel. Aber der Start gefällt mir. Ich denke, es ist wesentlich besser, auch interessanter, als wenn man jetzt mit einem Typen durch die Gegend gelaufen wäre und stundenlang im Bett liegen muss, um die zu regenerieren und so weiter. So hat irgendjemand irgendwie immer irgendwas zu tun. Und auch gerade bei dem Raid war es halt cool zu gucken, wer wem hilft und wer wo lang läuft und so weiter. Rucksack abgeholt. Nein, das wäre zu praktisch gewesen. Wo war der? Irgendwo hier, ne? Da ist noch Roheisen. Da. Da ist er. Fünfundzwanzig, vierundzwanzig.
Pelisgeru gar nicht. Hesrick, komm mal helfen. Oh oh. Hesrick, bleib mal da. Ist okay. Er ist nicht allein. Ja, ich hätte vorher gucken sollen, ob er allein ist oder nicht. Hm? Und das sind die Doofen. Die haben keine teuren Schwerter dabei. Und ich hätte den Rucksack jetzt wieder zwangsweise liegen lassen müssen. Mhm. Die Steuereinzieher sind auch an einem Tag da. Ash, bleib mal kurz stehen, du bist zu schnell. Gut. Ey. Nee. Ihr stänkert jetzt nicht irgendwo anders rum. Komm mit. Kann auch ein bisschen im Kreis um euch rumlaufen. Das skillt wegrennen. Das skillt Athletics, ja. Der stimmt. Wichtiger Skill. Irgendwann zerstöre ich das Ding hier noch, weil ich die falsche Gruppe da reinziehe. Oh, habt ihr einen erwischt? Ah ne, die werden betackert von oben. Okay. Ein paar Schläge einfangen für Zähigkeit. Immer diese gottverdammten Kämpfe. Ja, ja. Keine Ahnung, wer sowas immer wieder anstachelt. Da fliegt gerade was. Ja, kein Platz für Gegenstand. Okay, geh wieder rein, verkauf Kram, lauf zurück, hol den Rucksack, verkauf dann nochmal Kram. Was? Weißt du, wo ich uralte wissenschaftlich... Wie kommst du darauf jetzt, Ashlyn? Wir haben Raid und wir werden angegriffen und müssen Rucksack suchen und das machen wir später. So, verkaufen. Okay. Raus, looten. Da liegt wer auf dem Dach. Der wurde hochgeworfen. Nee, Physik Engine da. Das Ding können wir mal lesen. 7 Orte der Karte hinzugefügt. Das hört sich sehr gut an. Achso, unverarzten. Ja. Kauf einfach einen Rucksack. Ich habe doch einen. Ich laufe. Ja, wobei, er hat eh kein Geld, der Tavernenbesitzer, ne? Dann kaufe ich ihm seinen Rucksack ab und gebe ihm dafür Krams. Ne, ich bin schon fast durch. Da rein. Mit dem Schnacken handeln wir. Weg. So. 9600 sieht auch langsam wieder gut aus. Weg. Okay. Operation Rucksack holen. Na wobei, Operation Mercs anheuern. Hm? Für 2 Tage. Da sind nur 3, das sind 4. Schnack mal dem. Ich brauche ein paar Söldner, die meinen Außenposten verteidigen. Für 2 Tage. Go. Viel Spaß. Mit. Außenposten ist hier sicher. 2 Mercs-Trupps sollten echt reichen.
Kenshi der Loot-Simulator. Wegrennen und Loot-Simulator. Aber macht Spaß. Er hat auch bald kein Geld mehr. Wir müssen echt eine andere Stadt finden. Geh mal eine Etage hoch. Hier liegt auch noch ein Körper. Überlagten Körper rum. Ist wohl runtergeflogen. So, okay. Jetzt wieder zurück zu dem Rucksack und den Rucksack auch nicht vergessen. Währenddessen sollte sich Giro eigentlich ausruhen. Keine Aufgaben machen, einfach nur ausruhen. Gwendolyn tut das gleiche. Tirik eigentlich auch, aber der ist zu. Er ist auch mit Nahkampf durch. Okay, dann Übungspuppe raus. Da mitmachen. Ne, warte, du musst Stein klopfen, sonst haben wir keinen Stein mehr. Das raus, das rein. Genau, ruht sich aus. Talana ist mit Forschen durch, richtig? Ja. Dann kann Talana bitte hier mithelfen. Wie sieht's aus mit Wasser? Ist genug Wasser. 80% fertig. Okay. Ob Ashton dieses Mal heimkommt? Ja, mal gucken. Nicht da lang. Ich sehe den Rucksack. Nein, das ist Roheisen. Sedaro spoilert mich. Sedaro soll mich nicht spoilern. Nein, ist alles lieb, alles gut. Sagen wir mal da rein. Tschup. Genau, da ist auch noch Zeug zum Verkaufen drin. Roheisen. Mit. Wobei es hier drüben besser ist, weil es da hochsteckt. Und zurück. Also, die schwarze Stadt gehört wohl doch nicht zu Ininias. Und außerdem wissen Ashton und Co. gar nicht, dass es die schwarze Stadt heißt und was da überhaupt drin ist. Das heißt, die geht jetzt einfach mal hingucken. Da lang. Vorher machst du nochmal die Taschen voll mit Krams zum Verkaufen. Und hoff das Beste. Also, du bitte zurück in die Stadt. Ja, wir könnten uns aber die Stäbe mitnehmen, das ist auch noch ein bisschen was wert. Eisenplatten hätte ich auch in der Stadt kaufen sollen, also in der Taverne kaufen sollen, damit wir das jetzt zu Ende bekommen und selber dann Eisenplatten herstellen können. Aber das muss dann halt warten. 24 Stunden Stream. Also bei Kenshi könnte ich mir das jetzt echt gut vorstellen sogar. So, was haben... Warum bist du rot? So, weil du der Hund bist. Wir haben alle schon geplündert. Nee, gut, dann... Da rein. Die Dinger mitnehmen und das da zum Verkaufen. Hier raus. Die Bücher noch abliefern für Talana. Dann passt das. Drin. Das kommt mit Essen, nimmt sie sich auch genug mit. Die anderen Leute haben hier genug zu essen. Das Fass ist fast voll. Oh, alle am Wuseln, alle am Arbeiten. Also, wie viel Baumaterial haben wir inzwischen immer noch? Wir haben jetzt 4 Baumaterial auf Vorrat. Wir brauchen hier 15 oder 16 für das Gebäude.
Tschüss, Darren. Okay, wir gehen nach Westen darum. Wolltest du Hesrik nicht noch ein anderes Schwert geben? Wir haben aber kein anderes Schwert. Das sind beides. Ah doch, das ist das gute Schwert. Each. Schmeiß mal hier auf den Boden. Fädelsäbel. Gut. Und Hesrik sammelt das da bitte auf. In die Richtung. Also Raid, ne? Also das wird alles gut gehen. Das wird alles gut gehen. Habe ich irgendwie verdrängt. So, jetzt hat er... Oh, er kann aber nicht Fernkampf und so eine große Waffe haben. Die ist unpraktisch. Na gut, dann kannst du jetzt weiter deine Aufgaben machen. Ashlyn läuft gerade wieder durch Säureregen, ha? Huh? Ja. Härtet ab, härtet ab. Der Boden da sieht komisch aus. Wow, wow. Hier stehen überall Spinnen rum. Und stimmt, er sollte gar kein Fernkämpfer sein. Das ist auch richtig. So, Fernkampf aus. Tschupp. Also hier stehen überall Spinnen rum, aber die scheinen nicht gefährlich zu sein. Und hier sind große Fabriken oder sowas in der Richtung. Und es regnet Säure. Und Ninja Raid hat den Außenposten erreicht. Das heißt, jetzt gehen alle unsere Leute ohne Aufgabe in diesen Raum. Nein, gehen alle meine Leute in diesen Raum. Hesrik ist draußen. Hesrik ist der Neue, der kann sterben. Sind ein paar mehr diesmal, gefühlt. Der muss trainieren, lass ihn kämpfen. Ja, es wird schon irgendwie gut gehen, ha? Okay, hau rauf da. Oder hau da drauf. Wird schnell down. So, was macht Ashlyn derweil? Irgendeine von diesen Spinnen wird aufstehen. Bin mir ziemlich sicher. So, da hinten ist irgendwo eine Stadt. Sieht böse aus, geht da lang. Warum kriegen Tirik und Talana gerade Schaden? Flächenschaden oder wie? Oder die sind nur rumzappeln. Lass doch alle kämpfen. Ja, wie schaut's aus? Rot, 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 rot. Grün, grün, rot, grün. Ja. Ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, dass die Mercs nicht reichen und dann alle gefangen genommen werden. Aber es werden sie so oder so dann, ne? Okay, Geronimo. Alle helfen. Okay. Ashlyn, guck dir jeden Roboter einzeln an, ob er rot wird. Okay. Da weiter. Durch den Säureregen. Der hoffentlich bald aufhört. Geh zur schwarzen Stadt, haben sie gesagt. Das ist nicht gefährlich, haben sie gesagt. Mhm. Oh,
alle down. Lauf mal weg, Talana. Bandagier dich, weil du hast nur noch ein HP. Blutend, ja. Ich glaube, sie muss gleich um. Das ist eine Stadt, oder? Ich glaube, sie muss gleich umdrehen, um die anderen Leute zu heilen oder zu befreien. Wo ist hier der Eingang? Sapsch, 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 sapsch. Da stehen jetzt über. Ne, einer kämpft noch. Und es wird auf Talana geschossen. Was macht ihr jetzt? Plündern einmal und dann hauen sie ab, oder wie? Talana versteckt sich mal. Beobachte das Ganze. So, Ashlyn ist irgendwo, wo ich glaube, sie nicht sein sollte. Das da? Und gut zu wissen, dass der Säureregen auch mal länger anhalten kann. Letztes Mal waren es halt nur. Wow! 9% oder so, die Schaden bekommen hat. Warum bist du wieder aufgestanden, Tirik? Ninja Raid gegen den Außenposten ist vorbei. Ist er das? Okay. Das hier soll eine Stadt sein? Ja, es sind Gebäude, okay. Hat ein bisschen was von Dwemer-Technologie. Steht hier irgendwo Bar? Da steht nichts dran. Doch, da steht Bar. Okay, lauf in die Bar. Der Rest wartet jetzt, dass die hier verschwinden. So, was haben wir? Wir haben einen Bewusstlosen, einen im Sterben liegenden. Mit minus 44. Yalan ist auch nur bewusstlos, Talana ist bewusstlos, Tirik ist bewusstlos, aber auch im Minus. Gwen ist auch 37 im Minus. Also am schlimmsten ist wohl er hier, Hesrek, der Neue. Sandnenjas. Die plündern jetzt unsere Mercs, ja? Kommt, haut ab. Bleib liegen, Gero. Ihr habt alle KI aus, ne? Passiv. Könnt ihr nicht schneller looten? Bewusstlos im Sterben, bewusstlos, bewusstlos im Sterben. Sie könnte gleich aufwachen. Verwundet, ja, dann ist wach, stellt sich aber tot. Genau.
Also müssen wir jetzt nur warten, bis die verfiebten Kerle endlich abhauen und nicht weiter kämpfen. Warte, Sandninja kämpft gegen Blutplünderer. Die streiten sich um. Okay. Okay. Wie geht's Ashlyn? Ashlyn sitzt in der Kneipe. Ja, und hier sind Roboter und komische Roboterspinnen und alle sind nett und wir können anscheinend hier was kaufen. Tut mir leid, wir verkaufen keine Nahrung für Menschen, also hoffe ich, dass du deine eigene mitgebracht hast. Brauchst du sonst noch was? Was hast du? Pause. Ich weiß schon, wo nächstes Mal ein Skeletttrupp hinlaufen sollte. Aber auf jeden Fall gut Geld. Und ja, wir haben Essen mitgebracht, ist alles gut. So, weg, 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 weg. Fertig. Hier oben. Ach, natürlich Roboterbetten, ne? Aber auch normale Betten. Ja, cool. Hier können wir mit dem Robotertrupp echt hingehen. Das ist bei der schwarzen Wüstenstadt. Ja, und du bleibst erstmal hier und sitzt einfach nur. Bis das eure Regen rum ist. So, Yallen. Stellt sich. Immer noch. Ja, die sterben jetzt nur alle, wenn sie sich zu lange totstellt. Ja, Gwendolyn hier zum Beispiel. Okay, die sind beschäftigt. Du musst kurz aufstehen und ein kleines bisschen Gwendolyn stabilisieren. Alles auf aus, habe ich gesagt. Ist schon noch aus. Hier, Gwendolyn. So, Hesrik ist als nächstes dran. Wo ist Hesrik? Da drüben. Gwendolyn ist stabil, richtig? Erholungskoma. Also nicht unbedingt toll, aber es blutet nicht sofort alles aus. Terik. Terik ist danach dran. Schnell bandagieren, schnell bandagieren. Okay, ich glaube, wir haben jetzt keinen mehr, der. Oh. Wo ist Geru? Hin. Yallen. Geru. Gute Nacht, Metlaken. Ja, ich mache auch nicht mehr lange. Es springen auch jetzt nach und nach alle Leute ab, was auch verständlich ist, wird spät. Ich versuche nur das hier noch zu überstehen und dann machen wir morgen 20:30 ganz mal weiter. So, Was für ein Schlachtfeld, ey. Kannst du in die Hütte schleppen? Ja, kann ich gleich. Aber ich sollte erst ein bisschen mehr verarzten. Vor allem die auch selber verarzten. Talana ist wo? Ach, hier hinten. Dum-di-dum. Ich bin nicht gerade am Plündern. Nein, 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 nein. Das ist. Sieht man vollkommen falsch. Sortieren. Ich habe nur neue medizinische Sachen rausgefunden. So, Yallen kann. Also anscheinend haben wir doch gewonnen irgendwie. Das heißt, du bist nicht mehr passiv, du machst deine Aufgaben als Arzt und Talana. Nimmt die Waffen weg, damit das kein anderer macht. Gut. Und stopft das dann gleich alles hier rein.
weiß, was ich tue. Trauen Sie mir. Das ist einer von uns. Das ist einer von uns. Einer von uns. Sortieren. Gut. Tirik? Tirik geschlafen. Du blutest auch noch einigermaßen. Geht da rein. Ninja ist mit Schwertern irgendwo noch zu sehen. Da. Den Rucksack mitnehmen sollen. Wo ist Jalan eigentlich gerade? Die bandagiert. Das Söldner, okay. Macht Sinn, die Söldner zu bandagieren, damit wir hier nicht gleich umkippen. Derek haut sich hin, Talana. Lädt mehr Kram ein. So, und sucht sich jetzt einen Rucksack. Vorm Weiterplündern. War das nicht Sledgehammer? Ja, das war eine lustige Serie. Kleiner Holzrucksack. Nee, Holzrucksack. Ist hoffentlich. Natürlich nicht leer. So. Stopp, 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 stopp. Stopp. Oh, wir können Gerogon vollstopfen. Gerogon, handeln. Das weiter nach rechts, das da rein, Armbrust unten rein. Das ist richtig schön viel Loot. Hm, Hose ist mehr wert. Ja. Werden schon umgewälzt hier die Körper. Okay, ich glaube, das Gröbste haben wir eingesammelt. Gwendolyn, bist du fit? Ist immer Hohlkoma. Okay, dann fangen wir jetzt an, Leute zu schleppen. Gwendolyn aufheben. Dahin. Als nächstes solltest du einen Wischmob finden. Die Wüste wird langsam rot. Ja, ja. Spiel ist echt krass, was das angeht. Ja, dann hack die Felder. Gut. Aufheben. Blutet irgendjemand zufällig noch aus, während Jalan die Felder hackt? Jalan selber und Talana so ein kleines bisschen, das kann sie gleich selber machen. So, bandagier dich. Wir brauchen noch bessere Beleuchtung, wir brauchen noch mehr Mercs, wir brauchen noch mehr Kohle. Wir haben bald die Steuereintreiber am Hals. Ja. Achso, das ist die Söldnergilde, einen Tag und 15 Stunden. Was ist mit der zweiten? Kann man nur eine Söldnergilde pro Tag, zur Zeit anheuern? Hm, ich hätte ja eigentlich die alte für mehrere Tage angeheuert und dann jetzt noch eine neue dazu. Ja, dann ist wieder fit. Ja, dann ist wieder fit. Okay.
Ja, dann kann wir schon trainieren. Die Leute, die aufstehen, einfach abballern. Solana ist auch schon dabei. Humpelnderweise. Was mit Hesrik? Der kommt klar. Gleich wieder zurück zum Feld. Ja, sehr gut. Okay. Wir müssen unbedingt ganz viel Krams verkaufen. Ich würde jetzt aber allerdings ungern ganz bis zu Ashlyn laufen, um das zu tun. Ashlyn könnte aber mal zurücklaufen. Oh, wobei. Geh mal zurück. Können wir hier wen anheuern? Noch ein Mensch muss der Millionste sein, den ich treffe. Nach ein paar Jahrhunderten kann man euch nicht mehr voneinander unterscheiden. Und nach ein paar Tausend, ich lese in dir wie ein offenes Buch. Weißt du, wie langweilig das ist? Langweilig genug, dass man in einer ausweglosen Stadt hoffnungslos Trübsal bläst, während der Rest deiner Art in einer endlosen Orgie aus krankhafter Feindseligkeit von beschlagnahmten Zahnrädern und rostigen Knien klappert. Seufz. Eisenplatten nicht vergessen. Okay. Klingt, als würdest du mehr vom Leben haben, wenn du diese Stadt verlassen würdest. Ich habe einmal versucht, wieder nach draußen zu gehen. Es roch seltsam und da waren zu viele Fliegen. Ganz zu schweigen von all den Morden. Ja. Wäre bei mir anders? Oh ja, stimmt. Und dem Kannibalismus. Schrecklicher Ort. Vielleicht brauchst du nur einen neuen Traum, für den du leben kannst. Das klingt mir schon kitschig. So schlimm ist es nicht. Doch, doch ist es. Dann hilf halt nicht den Unschuldigen, die gefressen werden. Versteck dich weiter hier. Das wird ihm auch vollkommen egal sein. Nee, komm, ein bisschen Hoffnung? Ich hatte Träume. Keiner davon ist gut ausgegangen. Träume sind Unfug. Ich würde sie nicht empfehlen. Okay. Wie wäre es, wenn du für mich arbeitest? Ich hasse Aufregung. Ich schließe mich dir an, aber nur weil ich schwach bin und Gruppenzwang gegenüber schwach bin. Das war leicht. Was bist denn du für einer? Also ja, du bist ein... Was? Minus eins? Wie hast du das denn geschafft? Ja, der ist mal einfach kacke. Aber er ist kostenlos. Und braucht kein Essen. Ich hasse mein Leben. Oh, okay. Eisenplatten. Keine Eisenplatten. Trauriger Nil, du hast doch bestimmt kein Problem mit Säureregen, oder? Magst du mal rausgehen und... Ja, krieg keinen Schaden, okay. Rausgehen und gucken, ob hier im Dunkeln noch irgendwo andere... Oh, danke fürs Licht. Andere Läden sind, wo man vielleicht Eisenplatten kaufen kann. Ist aber super weitläufig hier. Was bist du? Das ist irgendwas Abgeschlossenes, Wichtiges. Hier ist ein Roboterarm. Geh mal zum Roboterarm. Na, wobei, ich sollte aufhören, es wird spät. Also, morgen 20:30 geht's weiter. Wir werden den traurigen Nil und Ashlyn, nachdem sie eine Eisenplatte gefunden haben, zurück ins Lager schicken. Da dann nach und nach alle durchheilen, die Eisenschmelze aufbauen lassen. Nach und nach so dann mehr Gebäude bauen können, weil wir mehr Eisenplatten haben. Wir werden regelmäßig sowohl hier in die Taverne gucken, als auch in die anderen Taverne gucken, um noch mehr Leute zu finden. Also noch mehr Arbeiter zu finden. Und den ganzen Ramsch verkaufen und aus den Charakteren rauspulen, wer noch was zum Verkaufen hat und wer nicht. Das wird auch eine ganze Weile dauern. Ein Prothesenhändler ist das. Okay, interessant. Trotzdem, ihr könnt mich jetzt nicht aufhalten, davon aufzuhören. Twitch. Ich suche jetzt jemanden, wo ich euch hinschicken kann. Nehmen wir mal den da. Oh. Also noch schön da bleiben, jemandem eine Freude machen und dann sehen wir uns morgen Steinwallen. So. Kenne ich nicht wirklich, aber das Spiel wurde mir schon mehrfach vorgeschlagen. Yes, Your Grace.
Und der Kanal wird mir hier gerade vorschlagen. Also viel Spaß da drüben, sagt mal Hallo von mir und wir sehen uns dann morgen. Gut, dann haben wir in dieser Woche alles erledigt.